Ja, moin, hallo Leute, hier ist wieder euer Thorsten aus Weiß nichts Welt. Und heute eigentlich mit dem angepriesenen 5000er, 5 plus 1000er, also 6000er Spezial, das auch schon wieder ein 6200 irgendwas Spezial sein könnte. Es tut mir immer leid, ich wollte das zum Sonntag drehen, da hat es ja nicht geklappt wegen diesen ganzen Osterpaketsgeschichten und jetzt inzwischen sind wir schon wieder 230, glaube ich, drüber weg. Aber jetzt machen wir das mal und ich rede mal so ein bisschen über das, was hier so los ist heute und was hier eigentlich so passiert und was hinter den Kulissen passiert und was ihr alles gar nicht mitkriegt, worum ich mich so kümmere und, und. Bevor ich loslege, möchte ich mich ganz kurz bei Andrea bedanken. Der hat mir, ich nehme an, dass das ein Mann ist, gar keine Frau. Ich glaube, das ist ein Italiener. Falls es doch eine Frau ist, dann bitte schreibt mir, das wäre mir peinlich. Hat mir über PayPal ein kleines Geschenk, eine kleine Spende zukommen lassen. So, da sind wir auch schon bei einem Thema. 6000 Abonnenten oder über 6000 Abonnenten und einige haben mir inzwischen da schon mal über PayPal was zukommen lassen. Für einige andere klingt das befremdlich. Habe ich dann schon mal E-Mails gekriegt, von wegen, ich würde ja hier nur irgendwie was geiern wollen oder sonst irgendwas. Man muss mal bedenken, dass die meisten, die mir da was geschickt haben, die meisten, nicht alle, einige haben auch nur mal was für die Videos, so eine Kleinigkeit geschickt, die meisten haben dafür aber auch eine Gegenleistung erhalten, also haben mich in beratender Funktion in Anspruch genommen. Also es ist jetzt nicht immer so, dass alle mir wie wild ihr Geld schenken ist. Ja, weiß ich auch nicht, wie ich das bewerten würde, wenn das zu viel wird. Also es ist so noch okay. Und noch kann ich mich bei jedem Einzelnen bedanken und dann ist es auch in Ordnung. Gut, das ist das eine drin. Dann war der Matthias jetzt aktuell in einem Video, hat einen Kommentar gelassen, von wegen, ich würde das Video nur so lang machen, um möglichst viel Werbung zu schalten. Matthias, ich schalte die Werbung gar nicht selber, das macht Google. Wenn es viel zu viel Werbung ist, nehme ich da was raus. Wenn mal irgendwo in einem Video viel, viel, viel zu viel Werbung ist, dann möchte ich euch auch bitten, dass ihr mich darüber informiert, damit ich da was löschen kann. Ein bisschen was löschen kann ich immer. Das ist auch immer so das Problem, man hat da gar nicht immer direkt den Einfluss drauf. Also selbst bei Videos, wo ich sagen würde, da möchte ich gar keine Werbung haben, kann YouTube, Google Werbung reinschalten. Also ist nicht nur der Creator, der der Werbung absichtlich platziert. Es ist auch durchaus mal Google. Man kann die Werbung auch ein bisschen verschieben. Man kann ein bisschen was rauslöschen. Aber wie gesagt, man möchte ja auch verbreitet werden. Und wenn man zu viel Werbung rauslöscht, wird man nicht mehr verbreitet. Wobei YouTube immer sagt, das wäre nicht so. Aber wir wissen alle, wie es ist. Also ist auch egal. Das zu dem Thema. Ich wollte da nochmal was zu sagen. Und wie gesagt, wenn mal viel zu viel Werbung in einem Video ist, bitte sagt mir Bescheid, dann nehme ich da was raus. Gut. Das ist das andere Ding. Also so 6000 Abonnenten, da wollte ich doch was zu sagen. Also ich bin natürlich völlig gerührt irgendwie, also völlig happy über diese Zahlen, also über das, was in den letzten Monaten mit meinem Kanal passiert ist. Wenn man bedenkt, dass ich irgendwann im August hatte ich die 1000, zu Silvester wollte ich die 2000, habe ich nicht ganz geschafft. Und jetzt sind wir bei 6000 und wir haben jetzt gerade Mai. Die Prognosen für dieses Jahr sehen sehr, sehr gut aus, wenn es also so weitergeht. Naja, die 10.000 werde ich auf jeden Fall schaffen dann und sicherlich auch noch ein bisschen mehr. Das ist schon mal geil. Also danke an euch. Da mal für euch die Daumen hoch, die ihr abonniert habt. Und ich hoffe, dass ihr bei mir bleibt und weiter mein Inhalt interessant findet. Und wenn ihr mal irgendwie Vorschläge habt, könnt ihr die immer gerne posten. Ihr könnt zum Beispiel auch unter diesem Video gerne mal Videowünsche posten. Das wäre auch mal was. Ne? Wie gesagt, wenn jemand selber irgendwelche Videos über seine Energiewende, seine Photovoltaik und der Weiten mal zeigen will, im Querformat gefilmt bitte, soll mich bitte mal anmailen und dann kann ich mal gucken, ob das irgendwie in den Kanal passt und mache ich sicherlich auch gerne mal was drüber. Wie beim Lars, das habt ihr ja mitgekriegt, der ja seine Wärmepumpen angebaut hat und das gefilmt hat. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Und beim Wandlerschrank hat er mir ja im Prinzip genau den Inhalt für mein Video vorgegeben. Fand ich natürlich genial. Gut, also wer da mal was beitragen möchte, darf das auch gerne. Wie gesagt, es ist nicht nur mein Kanal, es ist auch euer Kanal. Und viele, viele Themen kommen ja von euch. Allein mal die ganzen Photovoltaik-Angebote, die Pläne, die ihr so habt.
die ich umwandle in Videos. Natürlich lange nicht alle, die ich bekomme, lange nicht alle Angebote, die ich mitbearbeitet habe, nicht alle Planungen, die ich mitgemacht habe, landeten am Ende in einem Video. Bei vielen weiß ich bis heute nicht, ob überhaupt gebaut worden ist. Ist leider so. Bei einigen endet die Euphorie beim Mailschreiben im Prinzip, wenn sie damit durch sind und ihr Angebot haben, was sie annehmen. Und dann interessiert sie das ein Schalldreck, ob die anderen das dann auch erfahren. Das ist leider auch so. Das ist halt diese prozentuale Egoistenquote, die leider nicht gerade niedrig ist. Die viele sind total klasse und wollen dann auch gerne noch Fotos schicken von der Anlage und so und machen das auch. Und wie gesagt, versuche ich dann ja auch irgendwann ein Video rauszukriegen. Aber einige machen das leider nicht und updaten das auch nicht. Und antworten dann auch nicht mal, wenn man mal per E-Mail nachfragt. Das Thema PV-Planung möchte ich langfristig auch auf dem Mitgliederweg lösen, wie das der Martin von Gewaltig Nachhaltig gemacht hat. Ich meine, wie gesagt, so diese kleinen Sachen, das kleine Fragen beantworte ich ja immer schnell. Haben ja schon einige ausprobiert und sind ja immer ganz verwundert, wie schnell das manchmal geht. Aber dieses generelle Planen, ich weiß noch nicht genau, ich werde es wahrscheinlich nicht ganz so machen, wie Martin das macht, aber irgendwas in der Richtung wird wohl kommen. Viele haben ja auch schon gefragt, wann ich denn mal, ob ich nicht auch Mitglieder machen möchte. Und irgendwann werde ich das jetzt demnächst mal angehen. Ich warte aber da aufs fertige Osterpaket, denn erst mit dem fertigen Osterpaket kann ich eine gute Beratung machen. Ich möchte niemanden beraten in eine falsche Richtung. Wenn ich jetzt einen berate, macht das Dach voll und es kommt doch die niedrige Vergütung, dann habe ich dem eventuell am Ende Geld gekostet. Das möchte ich nicht. Richtig gute Beratung kann ich nur machen, wenn ich weiß, was in diesem Gesetz steht. Dafür brauchen wir noch ungefähr einen Monat und dann ist auch sowieso die Sommersaison bei mir ein bisschen rum. Dann habe ich wieder etwas mehr Zeit. Denn das ist ja auch noch so, neben diesem ganzen YouTube-Kram habe ich ja auch noch eine Gärtnerei. Und da ist natürlich im Moment Hochbetrieb. Darf man ja auch nicht ganz vergessen, nicht? Und da muss ich mich auch drum kümmern. Ich habe zum Glück eine gute Hilfe hier, aber letztlich muss ich da selber auch ein bisschen mit bei sein. Und gerade so die letzten Wochen waren sehr, sehr anstrengend mit den Temperaturen und meine Gesundheit ist auch nicht immer die beste. Aktuell bin ich auch wieder ein bisschen kränklich. Aber gut, was uns nicht umbringt, härtet uns ja ab. Und so hoffe ich mal, dass auch das hier zu überleben ist. Gut, das ist das Thema, was eben so gärtnereimäßig ist. Also wie gesagt, es ist unglaublich viel Arbeit. Aber sie wird bewältigt und trotzdem kann ich noch YouTube-Videos machen. Das ist eigentlich das, was ich auch wollte, dass ich dieses Jahr keine Sommerpause machen muss wie letztes Jahr. Scheint ganz gut zu klappen und ich hoffe, ich halte das durch. Was noch ist, ist natürlich, dass dieses ganze Osterpaket mich unglaublich anstrengt, weil ich doch wirklich sehr im Kampf bin. Also im Kampf mit den Oberen. Das heißt also, wie gesagt, es werden Zoom-Meetings gemacht, es werden Besprechungen gemacht mit einzelnen Abgeordneten. Ich habe E-Mails geschrieben ohne Ende. Einige, wie gesagt, an einige kommt man ran, andere antworten nie. Das habt ihr vielleicht selber auch schon erfahren, wenn ihr so E-Mails mal schreibt. Bei einigen kommt total was Nettes, bei anderen kommt, ne, ja, wir wollen wohl, wir machen und wir sind die Geilsten. Ein Zuschauer hat mir eine E-Mail von der SPD wohl geschickt. Die können sie zu allem schicken, egal welche Frage er stellt, die E-Mail passt immer. Das ist natürlich dann alles Wumpe und Blödsinn. Aber einige, gerade einzelne Bundestagsabgeordnete, sind da sehr auf mich eingegangen. Und auch aus dem Land, das muss ich auch mal sagen, aus dem Land sind Landtagsabgeordnete sehr auf mich eingegangen. Da haben wir einige sehr nette Gespräche geführt. Und das führt dann auch am Ende dazu, es bin natürlich nicht nur ich, es sind auch andere am Kämpfen. Und das führt dann dazu, dass dann zum Beispiel der Bundesrat auch eine so ordentliche Einschätzung der ganzen Sache macht. Also weil da Leute sind, ich weiß zum Beispiel von einem, der ist zum Beispiel auch im PV-Forum und auch der hatte da Kontakt und hat da einiges gemacht, noch mehr sogar als ich. Und dann kommen natürlich dann am Ende auch vernünftige Sachen zustande. Und ich hoffe, dass die Bundesregierung darauf hört, was da vorgeschlagen wird aus der Praxis. Und dass wir dann am Ende eine vernünftige Vergütung haben. Zum Thema, wie hoch die sein soll, habe ich ja schon mal was gesagt. Wie gesagt, 10 Cent wären mir genug.
Und wenn es dann 11 sind, bin ich nicht unzufrieden. So muss man es sehen. Ja, dann geht natürlich auch mein ganzer Plan für die Wärmewende hier weiter. Ihr habt ja, wie gesagt, den Bau meiner ersten Klimaanlage schon entsprechend gesehen und auch kommentiert. Auch das etwas Wilde kommentiert. Ja, warum habe ich das jetzt so gelassen? Das ist eine Frage, die mir per E-Mail gestellt wurde. Das hättest du doch noch ordentlich. Ja, das hätte ich ordentlicher machen können. Ich hätte noch die Rohre abschneiden können, neu bördeln können, genau ranmachen können. Wobei ich dann die Mindestlänge, glaube ich, unterschritten hätte. Aber man hätte es noch hingekriegt. Man hätte es auch anders biegen können und, und. Aber ich wollte eigentlich zeigen, dass das völlig egal ist. Es ist völlig egal, ob das Rohr so einen Bogen oder so einen Bogen macht. Das muss da ordentlich angeschlossen werden, das muss ordentlich evakuiert werden und dann läuft diese Anlage. Das heißt, wenn ihr sowas selber aufbaut, habt keine Angst, habt keine Scheu. Letztlich, es muss funktionieren. Das ist das Entscheidende und das wollte ich eigentlich darstellen. Und ich kann da so auch mit leben und mich interessiert es jetzt auch schon nicht mehr. Das Ding läuft gut und das ist schon fast ein bisschen dekadent bei der Hitze letzte Woche, hier die Bude schön runterzukühlen und sogar das schafft sie aus dem einen Raum raus, sogar hier für eine angenehme Temperatur zu sorgen. Also das war schon ganz super. Und natürlich bin ich im Moment auf der Suche nach Geräten auch für die anderen Räume und nach einer Brauchwasserwärmepumpe. Ich würde halt gerne ein hochwertiges Gerät hier im Wohnzimmer haben wollen, mit am besten auch noch einer besseren Energieeffizienz, sodass man auch mal gegenüberstellen kann, ne, wie die Geräte so laufen und im Prinzip also was da was verbraucht und wie sich das dann langfristig auswirkt. Da bin ich auch in Kontakten und muss mal sehen, was da am Ende bei rauskommt. Ist sicherlich alles sehr spannend. Brauchwasserwärmepumpe wird ein bisschen komplizierter, habe ich schon festgestellt. Aber auch da bin ich hinterher und habe schon so ein paar Geräte im Auge, was ich vielleicht gerne hier einbauen würde. Und mit einem Hersteller bin ich da auch in engerem Kontakt schon gewesen. Und mal sehen, ob da sich irgendwas ergibt. Müssen wir dann mal sehen. Und sonst, ja, keine Ahnung, was ich sonst am Ende mache. Aber das werdet ihr alles sehen, denn ihr seht ja meine Wärmewende, meine Energiewende. Und. Demnächst kommt noch was zum Thema Photovoltaik, also zum Thema zweite Anlage. Auch da hat sich ein bisschen was ergeben. Dauert aber auch noch ein bisschen. Und ja, gut. Und irgendwann, hoffentlich, habe ich zum Winter hin dann ein Haus mit mindestens zwei, wenn nicht am besten drei Klimaanlagen, einer Brauchwasserwärmepumpe und einer insgesamt 25 kW großen PV-Anlage. Das wäre schon mal schick. Ach ja, nochmal an dieser Stelle. Die Klimaanlagen werden natürlich auch nachts Strom verbrauchen. Wenn irgendeiner von euch meint, dass er noch ein HVS-Modul von BYD mehr oder weniger übrig hat und rumliegen hat, also ich würde es nehmen, ne? Ich habe es schon mal gesagt, darf aber eigentlich nichts kosten, weil ihr wisst ja, Speicher kaufen lohnt sich nicht, Speicher haben schon. Ist fies, ne? Ja, bin ich auch geizig oder sparsam? Nein, ich bin sparsam, das ist so. Apropos sparsam, da hatten wir doch noch so ein Brötchen. In der ganzen Diskussion um die Einspeiservergütung hat sich ja jemand eingemischt und gesagt, es geht uns ja nur ums Geld. Und eigentlich hat er ja recht. Natürlich geht es uns ums Geld. Es geht uns darum, kein Geld zu verlieren. Ich habe ja hier einen Wirtschaftlichkeitskanal, einen PV-Wirtschaftlichkeitskanal und möchte, dass alle PV-Anlagen bauen können, möglichst groß und dabei noch irgendwie ein bisschen Plus machen. Nicht? Und nach Möglichkeit, ohne groß drüber nachzudenken, ob sie jetzt direkt das E-Auto ankaufen müssen oder nicht oder sonst was. Die ganze Energiewende funktioniert halt eigentlich nur, wenn man diesen Generator aufs Dach setzen kann und dann letztlich auch angefixt wird, andere Dinge zu machen, so wie es bei mir ist. Also erst die PV aufs Dach, dann, jetzt kann ich doch damit auch heizen und irgendwann vielleicht auch damit Auto fahren, was ich sicherlich auch irgendwann machen werde. Und das geht nicht immer alles auf einmal. Einige Leute haben da mehr Geld oder nehmen Riesendarlehen auf. Das würde ich persönlich wieder nicht machen. Da bin ich nicht für. Also ich bezahle immer alles, was ich haben will, bezahle ich im Bar mehr oder weniger oder sofort. Und von daher muss das auch für Leute möglich sein, die so sind wie ich. Und das ist für Leute möglich, die so sind wie ich. Und das ist für Leute möglich, die auch ein bisschen weniger Geld haben. Und das will ich hier darstellen. Und ich hoffe,
dass meine 6200 Abonnenten damit einverstanden bin, dass ich das hier darstelle. Ihr könnt das ja mal unten drunter kommentieren. In diesem Sinne, wenn ihr noch nicht zu den 6200 gehört, der Abo-Knopf, wenn er noch, also noch rot ist, dann drückt da ruhig mal drauf, damit ihr da auch mit bei seid. In Weiß nichts Welt. In diesem Sinne, abonnieren, kommentieren, diskutieren, daumieren, meinetwegen auch den, ist mir egal, könnt ihr machen. Und teilieren. Ciao, ciao.